Okay, Leute, damit auch willkommen zu Part 5 vom Venator-Kreuzer. Ja, wir sind hier natürlich auf der Welt, wo ich den Venator baue, auf meiner Naboo-Welt. Ich habe erst ja, so einen Torbogen gebaut. Viel ist es noch nicht, aber das wird. Ich werde hier alles voller Naboo-Gebäude bauen. Es wird hier die Stadt Theed. Ja, kann man vielleicht schon ein bisschen erkennen an dem Torbogen. Das mal nur so nebenbei gesagt. Aber heute geht es natürlich erstmal wieder nur um den Venator. Und zwar haben wir im letzten Part die Brücke fertig gemacht. Komplett im vorletzten Part haben wir uns mit dem unteren Teil hier beschäftigt, der Brücke. Und im letzten Part, in Part 4, dann eben hier oben. Und ja, das, was ganz oben auf der Brücke ist. Hier vorne haben wir das noch ein bisschen zugemacht und dekoriert. Genau wie hier hinten. Für die, die den Teil hier, Teil 5, als erstes sehen, schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei. Dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts und könnt das Ganze komplett nachbauen. Ja. Sieht an sich schon mal ganz gut aus. Aber was es natürlich fehlt, sind hinten die Triebwerke und ja, Geschütze und halt oben auf der Oberfläche noch ein bisschen Deko und natürlich von unten. Ja, wenn ich damit fertig bin, wird es eventuell eine etwas längere Pause vom Venator geben. Also wenn wir die Triebwerke und die Geschütze und die Deko oben und an den Seiten fertig haben, dann wird es eventuell eine etwas längere Pause vom Venator geben. Dann kommt nicht direkt eine Woche später das nächste Video, sondern vielleicht erst zwei, drei, vielleicht sogar auch erst einen Monat später. Weil ich eben die Stadt einfach bauen möchte, meine Welt hier. Und damit werde ich mich dann beschäftigen, weil in dem Part, der dann kommen wird, beschäftigen wir uns mit dem Inneren. Also, dass hier ein Hangar reinkommt. Das werden wir dann auf jeden Fall machen. Und dass die Brücke von innen ausgebaut wird. Ja, jetzt ist hier im Prinzip drin noch gar nichts. Hier wird auf jeden Fall noch was reinkommen. Genau wie hier unten. Ja. Ja, und da muss ich noch überlegen. Na gut. Ja, wenn ihr auch Tutorials zu den anderen anderen Sachen sehen wollt, die ich hier gebaut habe, es wird natürlich noch einiges dazu kommen. Das ist erstmal nur so eine kleine Verfolgungsjagd, sage ich jetzt mal. Ja. Wir hatten ein paar AK-170er Sternjäger hier, ein paar Vulture-Droids. Da haben wir Ahsokas Sternjäger und halt nochmal ein paar Vulture-Droiden. Aber ich würde sagen, damit wir den Venator im Prinzip schon fast fertig haben, machen wir als erstes hier unten drunter erstmal zu. Und ja, das ist im Prinzip genau, wie wir das oben gemacht haben. Also das Ganze hier, was oben gebaut wurde, bauen wir jetzt auch unten. Ich würde sagen, wir gehen dafür erstmal an den Punkt hier. Hier. Und dann können wir im Prinzip das hier, die Reihe einmal komplett durchziehen. So. Und die Reihen auch. So, dann verbinden wir das erstmal. Und dann füllen wir den Bereich hier als erstes aus. Das Ding stört jetzt ja natürlich ein bisschen. So. Weil der rote Streifen, der ist eben auch unten. Haben wir das im Prinzip schon mal. Und im Prinzip bauen wir jetzt alles genau wie wir es oben gemacht haben, wie unten. Heißt, wir gehen jetzt hier von dem mittleren Block 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke, die wir freilassen. Ich zeige euch das jetzt nochmal von unten. Im Prinzip dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke freilassen. Ein Block platzieren. Ihr wisst ja, wie das geht.
Und dann der erste Block ist dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also im Prinzip haben wir bis hierhin 10. Und dann 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. So, dann gehen wir hier aber zur Seite. So, aber 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Und dann gehen wir wieder einen Block tiefer. Dass wir das Ganze dann im Prinzip machen wie oben. So, hier haben wir dann ja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sondern das ist dann hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nochmal kontrollieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und der siebte geht dann ja im Prinzip bis zum Ende durch. Können wir uns auch schon mal markieren. Der wird dann ja weiter lang gezogen, bis wir dann eben am Ende sind. Und das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Blöcke müssen das sein. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Und dann haben wir hier eben ja, die nächste Reihe. Was dann hier oben im Prinzip ein weiter hoch geht, hier ist die Reihe zu Ende, dann geht es ein Block weiter nach oben. Ist dann unten im Prinzip andersrum. Hier ist die Reihe zu Ende und dann geht es einen Block weiter nach unten und wird dann auch wieder lang gezogen. Also ist alles im Prinzip genau wie vorher. Viel Veränderung haben wir dann nicht. Und ja, dann haben wir hier im Prinzip wieder das Gleiche. Ich zeige euch das jetzt einfach nur einmal kurz. Dann haben wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, den 11. markieren. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 11. Also ist das der 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Und dann geht es wieder ein weiter runter. Wenn ihr euch zwischendurch nicht mehr sicher seid, dann einfach oben links gucken bei der Position. Jetzt minus 245. So, dann gehen wir hoch und gucken. Hier ist genau auf der gleichen Höhe 200, minus 245. Wenn das dann richtig ist, ja, dann haben wir auch alles richtig gemacht. So könntet ihr das dann im Prinzip kontrollieren. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das Ganze jetzt erstmal. Wie oft könnt ihr das jetzt machen? Wie oft müsst ihr das machen? Wenn ihr euch nicht genau sicher seid, wie das jetzt gemacht wird, schaut in Part 1, nicht Part 1. Schaut in den Part rein, wo das gemacht wird, also wo ich das gemacht habe. Ich weiß gerade leider nicht zu 100%, welcher Part das war. Einer der ersten auf jeden Fall. Und ja, schaut da dann auf jeden Fall rein. Dann macht ihr das gleiche Prinzip nur nach unten anstatt nach oben. Also, wir haben 1. Ich gehe jetzt hier von den Reihen aus. Von diesen 10 bzw. 16 Blöcke rein. Da haben wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wobei. Wartet mal. Nein, vergesst das. That's not right. Don't do it. Hier kommt ja der Hangar rein. Und dann kommt unten drunter auch nochmal eine Öffnung für den Hangar. Und da ist ja im Prinzip der rote Strich dann Ende. Gut. Aber ist es dann an der Stelle? Wir machen es erstmal so.
Okay. Dann machen wir das jetzt nochmal. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Mal diese 16 Blöcke. Wir haben jetzt 1, 2 Mal, das ist das dritte Mal. Also machen wir das jetzt 14 Mal. Und dann, wie gesagt, wenn diese 16 Blöcke platziert wurden, zur Seite gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 3. Und beim siebten Mal sind es dann auch wieder 16. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir das jetzt erstmal und dann. Also ihr macht das jetzt, ich mach's auch, aber für euch ist es nur ein Cut. Ja, dann geht's weiter. So, für mich eine Viertelstunde später, für euch ungefähr eine Sekunde, habe ich das jetzt soweit fertig. Ihr werdet das Video sehr wahrscheinlich angehalten haben und es dann nachgebaut haben. Ich habe jetzt 14 Mal das hier gebaut. Ja, hier hinten. Gucken wir dann mal, wie wir da am Ende auskommen. Wie gesagt, hier beim letzten haben wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hätten wir. Aber ist dann die Frage, machen wir das hier genauso? Weil hier eben der Hangar hinkommt. Und ich hatte schon vor, hier unten auch noch eine Luke reinzubauen. Deswegen machen wir dann hier vielleicht Ende oder hier schon. Ja, dass dann das hier oder das da der letzte ist. Wahrscheinlich dann der hier. Müssen wir nochmal gucken. Aber jetzt erstmal. Ja. Vielleicht haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann machen wir 7 draus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. So. Und dann, wenn wir das gemacht haben, im Prinzip, ja, und ich habe gerade übrigens schon gesehen, die Aufnahme mit dem ganzen Gerät am Anfang geht jetzt schon 11 Minuten. Mit dem hier sind wir doch schon fast bei 15 Minuten, denke ich mal. Also in dem Part machen wir wahrscheinlich nur die Unterseite und die Triebwerke werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Dann machen wir vielleicht noch die Geschütze. Ich denke, so machen wir das gut. Hier oben ist ja ganz klar, so wie wir das hier gemacht haben, machen wir das dann auch unten. Ja, die Reihe, die Reihen, die ziehen wir einfach durch, bis es nicht mehr geht, bis hier dran. So, hier vor. Ganz easy. Zack. Weiter brauchen wir nicht, sieht man eh nicht. Deswegen gehen wir einfach nur bis dahin. Zack. Zack, wobei theoretisch können wir die weiter durchziehen und dann, wenn wir zurückgehen, machen wir dann die andere Reihe. Hier die längslaufenden, die gehen dann ja immer einen weiter nach oben. Ist ja jetzt auch so, dann sind wir jetzt auf der Höhe. Also das machen wir dann jetzt auch so. Hier. Ganz einfach, zack, zack. Machen wir so. Die ziehen wir dann durch. So, zack. Es ist ein bisschen dunkel. Aber kriegen wir auch im Dunkeln. So. 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 Und ein letztes Mal. Zack. Ich denke, das Prinzip ist klar. So sieht man es ein bisschen besser. Also das hier machen wir dann auch bis zum Ende hin. Füllen das jetzt einmal komplett aus. Okay, wenn das Ganze fertig ist, dann sieht das so aus. Ich nehme mal eben einen Nachtsichttrank. Ja, so sieht das Ganze aus, wenn es fertig ist.
Im Prinzip es ist es 1 zu 1 wie oben. Ja, ist jetzt nichts anders, aber naja. So sieht das Ganze dann aus. 14 Mal habe ich das Ganze jetzt gemacht. Ja, beim letzten habe ich das einfach mal so ausklinken lassen. Ja. Wie gesagt, wahrscheinlich werden wir den wieder wegnehmen hier, den letzten. Vielleicht den auch noch. Damit das Ganze einfach mit dem Hangar passt. Das kann ich aber erst dann machen, wenn es eben soweit ist. Jetzt werden wir die Reihen als nächstes durchziehen. Und am Ende, wenn die Reihen durchgezogen sind, also ich werde das vermutlich in der Mitte erstmal zumachen und den Hangar dann später reinmachen mit dem Loch einfach. Naja, muss ich nochmal gucken. Aber jetzt machen wir dann erstmal weiter, die Reihen so längs durchzuziehen mit der hellgrauen Keramik und ja, let's go. So, weiter geht's. Und zwar haben wir jetzt ja den Unterschied, dass wir hier oben noch diese Stone Slabs haben, die wir unten nicht haben. Und deswegen müssen wir das jetzt ein bisschen anders machen, aber im Prinzip ist genau das Gleiche. Wir gehen ja hier vorne, haben wir drei Blöcke und haben die hier dann im Prinzip einfach diese Reihe. Machen sie ganz genauso. Ja. Also hier mit der roten Reihe gehen dann schräg nach unten. Hier gehen wir dann einfach schräg nach oben. Wir haben hier die drei Blöcke. So, diese Reihe, die hier durchgeht, das ist im Prinzip die hier. So. Und dann gehen wir hier nochmal nach oben. Unten haben wir das gleiche, nur dass wir dann nach unten gehen. Ist dann im Prinzip, wenn man es so sieht. So. Ist dann das hier. Und ja, von der unteren Reihe aus gehen wir dann einfach hier dran. Das ist dann hier im Prinzip. So, 1, 2, 3. Also, wir haben hier diese Reihe, die halt durchgeht. Und dann ab dem Punkt, wo die weiter nach innen gehen, haben wir dann 1, 2, 3 Blöcke. Dann fangen wir hier mit der hellgrauen Keramik an. Oben das gleiche. Hier ist die Reihe, die durchgeht. Und dann haben wir hier die Blöcke. Aber auf der Höhe von der Keramik fangen wir damit an. So, haben wir das dann im Prinzip. Jetzt machen wir das Ganze nur so, dass wir dann auch zwei Blöcke rausgehen. Dass wir jetzt im Prinzip nach oben gehen, an der Stelle hier, dass wir dann hier zwei Blöcke haben und dann haben wir hier auch eben diese zwei. So. So machen wir das Ganze. Und dann. Geht's einfach weiter in Dreierreihen. Das Ganze ziehen wir jetzt bis zum Ende. Wir haben es jetzt genau wie oben. Und ich gebe euch jetzt keine Zahl, wie oft ihr das machen müsst. Ihr macht es einfach bis. Es sind hier wirklich immer genau drei. Deswegen einfach bis hier durchziehen. Wie kann man sich den Punkt jetzt irgendwie merken? Wir gehen hier an den und zählen dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das gleiche können wir von unten machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und das ist dann im Prinzip der Punkt, wo wir dann nach oben gehen. In dem Fall gehen wir dann nach unten, so.
Und hier verbinden wir das Ganze dann einfach mit außen. So. Und dann gehen wir. Von der Seite im Prinzip auch so aus. Und dann, wenn wir das hier machen und das hier, dann müssen wir das im Prinzip verbunden bekommen. Wenn alles richtig ist. Also, let's go. Okay, ich habe das Ganze verbunden. Alles passt auch so, wie es passen soll. Alles gut. So. So sieht das Ganze aus. Kann ich euch schon nochmal zeigen. Passt also alles. Und weiter geht's. Im nächsten wieder das gleiche. Wir gehen an den Punkt, an diese Reihe, die durchgeht. Diesmal allerdings nicht zwei, sondern nur ein. Ganz normal. Eins, zwei, drei. Und dann geht's weiter. So. Bis hinten durch. Haben wir hier vorne auch so. Und wie machen wir das am Ende? Auch ganz easy. Ja. Wir haben hier jetzt unseren Punkt. Die Reihe, die wir hier durchgezogen haben jetzt. Da gehen wir im Prinzip an den ersten Punkt und zählen dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also wieder das gleiche. So, der ist ja im Prinzip weg. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ein runter. So, also von dem hier gehen wir aus. Das ist der erste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann gehen wir einen hoch. Und wie man sieht, dann zur Seite. Zwei Blöcke. So. Hier haben wir wieder 3. Wir können es einfach so nachbauen, dann haben wir 2, 1 und 1. Und dann sieht das Ganze so aus. Und wir haben es verbunden. Gar kein Problem. Und jetzt ziehen wir die Reihe wieder durch. Okay, einen kleinen Fehler habe ich gemacht. Und ihr seht es vielleicht. So, so sieht man es besser. Dreierreihen ganz normal. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hier hätte ich dann aber diese durchgehende Reihe gehabt. Also muss ich hier einfach weiter nach vorne gehen. Hier haben wir dann auch 2, beziehungsweise so. Haben wir das dann wieder richtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist dann hier einfach ein bisschen anders als oben. Kein Problem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ist kein Problem. Sonst hätte das vorne nicht gepasst und vorne ist es einfach wichtiger, dass es da passt als hier. Also alles gut. Wenn wir das dann eben mal ein bisschen anders machen, dann ist es auch wirklich nicht schlimm. Also da müsst ihr euch keinen Kopf machen, wenn es mal nicht so passt, wie ihr vielleicht denkt, dass es passen sollte. Weiter geht's. So, weiter geht's. Und zwar haben wir jetzt ja die ersten beiden fertig gehabt. Bei den anderen, die ich jetzt hier gemacht habe, also die beiden hier waren ja, der war fertig und der war fertig. Jetzt haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5 Stück dazu gemacht. Beziehungsweise ich. Und ihr macht das jetzt auch. Und zwar gehen wir einfach 1, 2, 3, 4, 5 alle ganz normal. Ja, wie wir das gerade auch gemacht haben, gehen wir von dieser durchgehenden Reihe immer hier im Prinzip einfach nur ein Block schräg nach vorne und dann in Dreierreihen bei der Reihe, bei der, der, der und der. Und am Ende machen wir das wie folgt. Wir haben 3, 3, also die erste Reihe hatten wir, die zweite Reihe haben wir, jetzt sind wir bei der dritten. Wir haben immer hier ganz normal die Dreier und dann haben wir irgendwann 2 und 2. Bei der danach haben wir auch ganz normal die Dreier. Da haben wir dann 2, 1 und 1.
Danach haben wir 2, 1 und 1. Hier gehen wir ganz normal mit kompletten Dreierreihen dran. Und genauso machen wir das hier auch. Und hier haben wir dann eine Kante. Sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber hier oben haben wir das genauso. Und ja, deswegen machen wir das dann so. Nochmal einen Trank reinhauen. So sieht das Ganze dann aus. Und dann könnt ihr jetzt als erstes, bevor wir weitermachen, die Bereiche schon mal ausfüllen. Das heißt, ihr geht hier nach innen und macht den voll, also geht von hier natürlich nach da. Von hier gehen wir nach hier hin. Hier machen wir dann den Bereich so zu. So, hier machen wir das Ganze so. Und hier machen wir es so. Hier gehen wir natürlich dann hier hin. Ist ja eigentlich klar, wie ihr das macht. Ich zeige es euch jetzt noch einmal. So. Bei dem letzten machen wir noch nichts, aber die Bereiche macht ihr dann so zu. Also da gehen wir hier hin, da hin, da hin, da hin, da hin. Also sollte klar sein. Ja, das könnt ihr jetzt erstmal machen, bis vorne hin. Und wenn ihr das gemacht habt, dann geht's weiter. Das dann sieht so aus. Allerdings ist der Part an der Stelle jetzt auch zu Ende. Ich habe im Moment nicht so unfassbar viel Zeit, am Kreuzer weiterzubauen. Das habt ihr wahrscheinlich schon daran gemerkt, dass der Part jetzt 2 Wochen später kam und nicht eine Woche nach dem letzten Part. Und auch was wir im Part gemacht haben, ist es nicht so viel. Wir haben mit unten angefangen. Aber ja, im nächsten Part machen wir dann den Flügel von unten. Das ist im Prinzip genau das gleiche wie oben. Also das, was wir gemacht haben, machen wir dann auch von unten. Und ja, die Slabs gehen ja außen einmal komplett rum. Die werden wir nur bis hier vorne zum Strahlenschild machen. Ja, also das ist das, was wir im nächsten Part machen werden. Einfach aufgrund dessen, dass ich im Moment nicht so viel Zeit habe, Videos aufzunehmen und zu produzieren. Weshalb ich die jetzt einfach ein bisschen kürzer machen muss. Damit für euch halt trotzdem noch die Videos kommen. Dann wird im Video zwar immer ein bisschen weniger gemacht, aber naja, ich denke, das geht soweit in Ordnung. Also, das war's von dem Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst, wenn es das getan hat, gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert auch die Glocke, um keine weiteren Parts mehr zu verpassen. Schaut euch dazu auch gerne die Playlist an. Ich habe eine erstellt, die findet ihr auch direkt auf der Startseite meines Kanals. Ja, ansonsten würde ich sagen, das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao.